BEMA ist eine biophysikalische Anwendung, welche die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktiviert. Ein einzigartiger Impuls wird an den Körper übermittelt und sorgt hier für eine vielseitige positive Beeinflussung des gesamten Organismus. BEMA hilft so, Gesundheit zu bewahren und Heilung zu unterstützen. Die umfassende Wirksamkeit entsteht insbesondere durch den Einfluss des BEMA-Signals auf die sogenannte Mikrozirkulation des Blutes im Körper. Die Mikrozirkulation ihrerseits ist immens wichtig für die Funktion des gesamten Organismus. Nicht umsonst wird sie Hauptstraße der Gesundheit genannt. Die Mikrozirkulation im menschlichen Körper ist das Gebiet, wo die Zellen versorgt werden und entsorgt werden, und zwar über diese kleinsten Gefäße, die sogenannten Haargefäße. Wenn man dieses Gebiet der Mikrozirkulation ausbreiten würde von einem Menschen, dann wäre dieses Gebiet in etwa so groß wie 2 Fußballfelder, also enorm groß. Wir haben ja auch 70 bis 90 Billionen Zellen, die ernährt, versorgt und entsorgt werden müssen. Wenn hier Veränderungen stattfinden, Störungen in der Mikrozirkulation, dann führt das über lang oder kurz auch zu krankhaften Zuständen, weil der Körper dann gewisse Dinge nicht mehr kompensieren kann, gewisse Regulationsvorgänge nicht mehr ablaufen. Einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet der Mikrozirkulation ist Dr. Rainer Klopp. Als Leiter des Instituts für Mikrozirkulation und ehemaliger Chefarzt an der Charité Berlin forscht er seit vielen Jahren im Bereich der kleinsten Blutgefäße. Seine klinischen Studien belegen, dass BEMA wirkt. Warum BEMA wirkt, zeigen Dr. Klopps aufschlussreiche Einblicke in die kleinste Welt der Mikrozirkulation. Das Blut gelangt durch vielfältige, sich immer weiter verjüngende Gefäßverzweigungen in alle Organe, wo sich die Blutgefäße in die reichhaltigen Netzwerke der Blutkapillaren aufzweigen, die schließlich wieder zusammenmünden und sich zum Rückstrom vereinigen. Im Gebiet der Kapillaren befindet sich die Transitstrecke für den Stoffaustausch zwischen Blut und Körperzellen. Am Anfang der ca. 1 mm langen Kapillaren wird Wasser ins Gewebe ausgepresst, wodurch Nährstoffe aus dem Blutplasma zu den Körperzellen gelangen. Am Ende der Kapillare tritt Wasser aus dem Gewebe zurück in die Kapillare und nimmt die Abfallstoffe des Zellstoffwechsels zur Entsorgung mit. Der für Verbrennungsvorgänge in den Zellen erforderliche Sauerstoff gelangt durch Diffusion von den roten Blutzellen ins Gewebe. Gleichzeitig werden die roten Blutzellen mit Kohlendioxid beladen, das in den Lungen abgeatmet wird. Die Leistungsfähigkeit der Organe und des Gesamtorganismus, somit unser Gesundheitszustand, hängen in entscheidendem Maße von der Anpassung der Organdurchblutung an die jeweiligen Stoffwechselanforderungen der Organgewebe ab, also von der Durchblutungsregulation. Die geschieht hauptsächlich durch verschiedene rhythmische Lumenänderungen jener sehr kleinen Blutgefäße, die den Kapillarnetzen unmittelbar vor- und nachgeschaltet sind. Ähnlich wie durch Schleusentore in Bewässerungskanälen erfolgt so eine Anpassung der Organdurchblutung an den bei Ruhe oder Arbeit unterschiedlichen Stoffwechselbedarf der Organgewebe. Ist diese Regulation eingeschränkt oder gar gestört, so bedeutet dies reduzierte oder gar krankhaft veränderte Organfunktionen. Hier kann das BEMA-System helfen, bei den biorhythmisch definierten Stimulierungen der Durchblutungsregulation Anwendung finden. Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, das BEMA-System stellt eine bahnbrechende Innovation für die moderne Präventivmedizin dar. Es ist die wirksamste und zugleich auch die bestuntersuchteste physikalische Behandlungsmethode, die uns derzeit zur Verfügung steht. In dieser technisch aufwendig bearbeiteten Aufnahme kleinster Haargefäße wird die Wirkung des BEMA sichtbar. Nach nur 2 Minuten BEMA-Behandlung hat sich der Blutfluss deutlich verbessert. Dieser Effekt findet im gesamten Organismus statt. Somit ist es verständlich, weshalb BEMA hilft, die unterschiedlichsten Krankheiten zu heilen.